Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thorsten Krings und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren beruflich mit Personalauswahl und habe auch einige Bücher zu dem Thema geschrieben. Ich habe heute Morgen im Stern Online gelesen, so gehen Sie mit Psychofragen im Bewerbungsgespräch um. Und meine erste Reaktion war, wenn mir eine Psychofrage im Bewerbungsgespräch stellt, dann stehe ich auf und gehe. Punkt. Weil worum geht es eigentlich in einem Auswahlgespräch? Naja, am Ende des Tages geht es letztlich nur um die Frage zu beantworten, kann jemand den Job machen oder kann er nicht machen? Und dafür brauche ich keine psychologischen Fragen stellen, dafür brauche ich auch niemanden künstlich unter Druck zu setzen. Und man hat das ja häufig, dass Leute dann irgendwie mal so ein halbes Buch über Personalauswahl oder über Psychologie gelesen haben und dann auf einmal anfangen, so aus der Therapie Fragen zu stellen, wie was würde denn ihr Partner, ihre Partnerin mir über sie erzählen? Übrigens, Vorsicht, der Schuss kann sehr schnell nach hinten losgehen. Habe ich schon erlebt, da wurde ein Mann gefragt, was seine Frau denn sagt, wenn, dass sie umziehen müssen. Daraufhin sagte der Mann, ich bin aber mit einem Mann verheiratet. Also auch damit trifft man ja Annahmen über eine eigene Normalität, die dort vielleicht gar nicht so ist. Oder welche Farbe hätten sie gern, welches Tier wären sie gerne. Ja, das sind alles Dinge, die kommen aus der Therapie und die haben auch durchaus mit Kindern zum Beispiel eine gewisse Berechtigung, aber es hat keine Validität für die Personalauswahl. Und das ist einfach so dieser Punkt. Das Thema Persönlichkeit spielt letztlich für die Personalauswahl eigentlich keine Rolle und die Forschung ist sich da auch relativ einig. Also man sieht ganz eindeutig, dass es gibt ein Persönlichkeitsmerkmal, das wirklich alle erfolgreichen Führungskräfte gemeinsam haben und es ist Gewissenhaftigkeit, aber ansonsten gibt es da keine Validität, also so Küchenpsychologie wie der Extrovertierte ist der bessere Verkäufer, das stimmt einfach nicht. Wir werden natürlich in der Regel mehr extrovertierte Menschen finden, die Spaß am Verkaufen haben als Introvertierte, aber das ist eben keine Aussagekraft. Das heißt also, ein professionelles Auswahlgespräch hat sich wirklich einfach auf Berufserfahrung zu stützen. Das heißt also, man fragt nicht zur Persönlichkeit, Vorlieben, Neigung und so weiter. Auch da ist man übrigens ganz, ganz schnell dabei, das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, zu verletzen. Das heißt also, die beste Validität über die Frage, ob jemand einen Job machen kann oder nicht, sind einfach Fragen in die Vergangenheit rein, also biografische Interviews. Und ich sage auch immer, also ich habe manchmal so den Eindruck, dass diverse Führungskräfte und Personaler in Auswahlgesprächen auch so ihre Allmachtsfantasien ausleben und Fragen stellen, die also in jedem anderen Zusammenhang als absolut ungehörig gesehen würden. Von daher also ist es ganz wichtig, dass Personalauswahl auch kein intuitiver Prozess ist. Ja. Sie definieren Anforderungen und im Gespräch machen sie einen Abgleich, kann derjenige das oder kann er das nicht? Und dann müssen sie entscheiden, wer ist der geeignete Kandidat. Das heißt, das Ganze beginnt damit, dass ich meine Anforderungen eben möglichst genau definiere. Und da sind wir auch wieder beim Thema Persönlichkeit. Wie wollen Sie denn Anforderungen an eine Persönlichkeit genau definieren? Können Sie machen, geht schon, aber es ist halt ein irrsinniger Aufwand. Fachliche Anforderungen kann ich sehr gut definieren. Dann kommt aber natürlich immer wieder das Argument, ja, aber derjenige muss ja auch hier reinpassen. Das würde ich sehr vorsichtig sehen, denn es hat ja einen Grund, warum Ihr Unternehmen das, was es sucht, nicht intern findet, sondern extern suchen kann. Und wenn ein Unternehmen nach dem Motto vorgeht, was nicht passt, wird passend gemacht, dann vergibt diese Organisation sich auch die Chance, von der Person, die man von außen reinholt, was zu lernen. Also insofern wäre ich auch da sehr, sehr vorsichtig und würde neuen Mitarbeiter auch immer als eine Chance sehen, wie eine Organisation sich weiterentwickeln kann und was die auch von demjenigen lernen kann. Deshalb, meine Damen und Herren, Punkt 1, als Bewerber lassen Sie sich nicht auf Psychospielchen ein. Gehen Sie, der Arbeitsmarkt gibt es im Augenblick auch her. Zweite, als Unternehmen, Personalauswahl ist nichts, was intuitiv stattfindet, sondern das ist ein Prozess, den man lernen kann. Da gibt es bestimmte Techniken, es gibt bestimmte Instrumente, die man anwenden kann. Und wenn man das professionell macht, dann hat man auch eine sehr hohe Validität in Auswahlprozessen. Und da unterstützt die Firma Professor Krings und Partner Consulting Sie gerne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.